Hi, mein Name ist Isabel Schreiber. Ich werde aber von den meisten eigentlich Bella genannt. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in Herborn. Hier arbeite ich für das evangelische Dekanat an der Dill als Gemeindepädagogin im Bereich Jugendarbeit, eher gesagt Jugendkirche. Genau, und ich habe heute die Ehre, euch zu erzählen, welche Bibelgeschichte mir Mut macht oder mir aktuell sehr viel Kraft gibt. Und da habe ich wirklich eine coole Geschichte gefunden, aber vorher würde ich euch gern noch ein bisschen was zu mir erzählen. Denn ich bin ein echter Control-Freak. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern schon von der etwas ausgewachsenen Art. Ich führe Listen über Listen, streiche Erledigtes durch und schreibe neue Aufgaben drauf. Und in meiner Arbeit, als auch mittlerweile vermehrt in meinem Privatleben, plane ich viele Veranstaltungen und Partys. Beispielsweise hatten wir vor kurzem mit der Jugendkirche ein Jugendfestival am Heisterberger Weiher. Oder ich habe regelmäßige Gruppenangebote am Abend. Wir grillen am Gemeindehaus, führen Gottesdienste durch, ich bin auf Babypartys eingeladen, auf Junggesellenabschieden und plane mittlerweile auch halbe Hochzeitsfeiern für Freunde und Freundinnen. Ich bin schon mittlerweile nach all der Zeit ein kleiner Profi in all dem. Ich kenne die Tücken von Veranstaltungen und auf was man alles so zu achten hat. Ich denke an so gut wie alles und weiß zu 99%, wie der Abend läuft und wer was mitbringen soll. Aber am allerliebsten mache ich alles selbst. Delegieren, also Aufgaben verteilen, ist nicht so meine Stärke. Am Ende vergessen es die Leute oder im absoluten Worst Case, sie machen es nicht so, wie ich es machen würde. Kontrolle und Perfektion sind Segen und Fluch zugleich. Denn man kann nicht alles planen, das ist unmöglich. Und es läuft ja auch leider nie alles glatt. Außerdem bin ich sehr begrenzt in meinen Möglichkeiten. Ich habe genug Schwächen, die ich leider nicht wegperfektionieren kann. Beispielsweise bin ich total schlecht in Plakaten und Flyer-Design. Ich kann nicht gut Dinge mit Dienstleistern aushandeln und kann nicht super gut zu meiner Meinung stehen oder sie durchsetzen. Oder ich trage sehr ungern und absolut nicht gut schwere Dinge von A nach B. Ich kenne mich absolut gar nicht mit Licht- und Tontechnik aus. Da komme ich absolut an meine Grenzen. Warum diese Einleitung über meine Grenzen, meinen Perfektionismus und meine Liebe zur Kontrolle? Ich habe seit kurzem eine alte biblische Kindergottesdienstgeschichte wieder für mich entdeckt. Die Speisung der 5000. Ich fasse einmal kurz zusammen. Jesus hat einen absoluten Kultstatus erreicht. Er wird geliebt, verehrt und gefeiert. Doch an diesem Punkt wird es ihm gerade selber ein bisschen zu viel und er packt seine Jünger in ein Boot und sagt, komm, wir fahren mal raus und suchen uns mal eine abgelegene Stelle, wo wir einfach ganz in Ruhe für uns sind. Leider hat er da den Plan ohne seine Fans gemacht, denn wie richtige Groupies laufen sie ihm hinterher und sind schon an dieser abgelegenen Stelle, bevor Jesus selber dort ist. Knapp 5000 Mann, wirklich nur Mann, denn man hat damals in der Bibel die Frauen und Kinder nicht unbedingt mitgezählt. Das heißt, die kommen noch on top obendrauf. 5000 Mann versammeln sich um Jesus und seine Jünger. Aus mit der Ruhe. Jesus hatte sich diesen Tag anders vorgestellt. Aber er hat Mitleid mit diesen Menschen und er heilt ihre Kranken und er erzählt ihnen vom Reich Gottes und von Gottes Liebe für sie. Und so vergeht der Tag ganz schnell und es wird dunkel. Die ersten Mägen fangen an zu knurren. Und die Jünger, so leichte Control-Freaks und auch leicht praktisch orientiert, sagen zu Jesus, hier, du musst die Leute nach Hause schicken. Hier wird es gleich dunkel und sie müssen etwas essen. Jesus delegiert an seine Jünger und sagt, na, dann gebt ihnen doch was zu essen. Die Jünger werden schon leicht nervös und sagen zu Jesus, ja, aber wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Das ist wirklich zu wenig für 5000 Mann. Und das reicht gerade eigentlich auch nur so für uns. Jesus, die Ruhe in Person, bittet die Leute, sich ins Gras zu setzen.
Dann nimmt er diese paar Fische und die paar Brote, dankt Gott und gibt es den Menschen. Und, oh Wunder, alle werden satt. Und es bleibt sogar noch etwas übrig. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich wäre durchgedreht. Da will man seine Ruhe haben und da kommen 1000 Menschen von allen Seiten und wollen was von dir. Und dann reicht noch nicht mal das Essen. Mein Verantwortungsbewusstsein und der kleine Perfektionist und Control-Freak in mir, die werden verrückt bei dem Gedanken. Hier ist ja mal so gar nichts gut geplant. Hier ist ja gar kein Plan B in der Rückhand. Überhaupt keine Fürsorgepflicht. Jetzt schickt die Menschen heim, die müssen doch essen. Und dann müssen auch noch die Jünger ihr wertvolles und geliebtes Essen abgeben. Das Ding hier ist doch zum Scheitern verurteilt. Nein, natürlich nicht. Jesus ist der Sohn Gottes. Der weiß schon, wie das hier ausgeht. Der hat da wirklich Kontrolle drüber. Er will die Leute eigentlich auch nicht wegschicken, denn es ist ja gerade auch so schön zusammen. Jesus kann mit der Begrenztheit dieser Umstände hier sehr gut umgehen. Er kann daraus sogar das Allerbeste machen. Als ich am Anfang von meiner Perfektionsliebe und meiner Control-Freakigkeit sprach, ertappte ich mich immer wieder dabei, wie ich mir selbst nicht eingestehen kann, dass ich Grenzen habe. Aber ich bin begrenzt. Und wenn es nicht in meinem Charakter unbedingt ist, was ich mir eingestehen will, dann wenigstens in meinen Ressourcen. Ja, ich habe nur 24 Stunden am Tag. Ich habe Freunde und Familie, die auch gern meine Zeit hätten. Ich habe begrenzte Kraft und auch begrenzte Geduld. Ich kann die Welt nicht retten. Ich habe auch nur 2 Fische und 5 Brote. In meiner Arbeit sind mir viele Menschen, vor allen Dingen junge Leute, anvertraut. Und bei jedem, der das hier gerade hört und sieht, gibt es bestimmt auch Menschen im Umfeld, die gerne mit ihm zusammen sind. Kinder aus dem Kindergottesdienst oder dem Kindergarten, die Familie, die Freunde und Freundinnen, der Partner, die Senioren, die Konfis und viele mehr. Viele Menschen sind in unserem Alltag bei uns. Und mit vielen haben wir Mitleid. Wenn ich die traurigen Geschichten mancher Jugendlichen höre, dann habe ich Mitleid. Und dann will ich sie gar nicht zurückschicken in ihre altbekannten, schwierigen Situationen. Ich will ihr Leben irgendwie verbessern. Ich will ihren Hunger stillen. Doch dann stehe ich da mit meinem kleinen Essenspaket und sage zu Jesus, schick die Leute zu jemand anderem. Ich kann sie nicht satt machen. Es ist zwar gerade so nett zusammen, aber ich kann ihnen nicht das bieten, was ich ihnen gerne bieten würde. Es ist zu wenig. Ich will keinen enttäuschen oder hungrig zurücklassen. Keiner soll unzufrieden bleiben in meiner Nähe. Jedoch hat Jesus da einen anderen Plan. Er ist ja auch kein Perfektionist im klassischen Sinne. Jesus vertraut auf Gott. Und er dankt Gott und lässt geschehen. Und sie werden alle satt. Mein Vertrauen auf Gott in solchen Situationen ist eher zaghaft. Da müsste ich ja Kontrolle abgeben oder delegieren. Aber ohne Gottvertrauen bleibe ich begrenzt. Und ich höre euch in dieser Geschichte auch immer wieder auf, wenn ich lese, dass Jesus Gott für diese mickrige Mahlzeit dankt. Das würde ich nie tun. Ich schäme mich für meine Grenzen. Dafür würde ich Gott nie danken. Aber vielleicht sollte ich das einmal tun. Und ich ermutige dich in diesem Mutfasser zu Folgendem. Akzeptiere, dass du begrenzt bist. Du kannst nicht alles können oder kontrollieren. Vertraue auf Gott und danke ihm für das, was er dir gegeben hat. Danke ihm für deine Gaben und Talente und sei nicht traurig über deine Schwächen. Gott wird den Rest tun. Er wird Menschen in deinem Umfeld satt machen mit deinen 2 Fischen und 5 Broten. Mit deinen
begrenzten Gaben. Alle werden satt werden. Amen.